Prima Idee der Schüler des Clemens-Winkler-Gymnasiums Aue. In der Adventszeit wurde Geld an soziale Projekte übergeben. Die Knete hatten die Schülerinnen und Schüler selbst verdient, beim Aktionstag von Genial Sozial. Der brachte eine Summe von ca. 7.000 Euro ein. Jugendliche konnten am 2. Juli sachsenweit für einen Tag die Schulbank gegen einen Arbeitsplatz ihrer Wahl tauschen. Die Auer Gymnasiasten arbeiteten zum Beispiel beim Bäcker, in Betrieben, bei der Vogtlandbahn oder im eigenen Garten. Der dort erwirtschaftete Betrag geht zu 50% an globale Projekte. 30% des erarbeiteten Geldes kann die Schule an lokale soziale Projekte spenden. Die Schüler haben sich dafür entschieden, den Help e.V. und das ambulante Kinderhospiz Westsachsen zu unterstützen. Die können sich über jeweils 1.065,67 Euro freuen.